Wir beschäftigen uns den ganzen Tag an sich mit dem Thema Endpoint Protection und EDR. Ja, auf der einen Seite eben damit, Unternehmen zu schützen, also Endpoint Protection sind letztlich eine Verbindung von Technologien, die uns helfen, die kriminelle Tat sozusagen zu verhindern, also für Schutz zu sorgen. Und auf der anderen Seite dann eben, wenn doch etwas durchschlägt oder wenn ich in meinem Unternehmen etwas Verdächtiges finde, dass ich eben die Möglichkeit habe, auch forensisch tätig zu sein, den Tathergang zu verstehen und dann entsprechend auch nach der Analyse sagen zu können, hey, ich muss hier an der Stelle eine Antwort liefern, ich muss was tun, ich muss aktiv werden. Und die Grundidee hinter dem, was wir tun, ist letztlich diese beiden Technologien, diese beiden Bereiche in ein System zu gießen, in eine umfassende Endpunkt-Sicherheitslösung. Und ja, das ist im Prinzip das, was wir tun. Ja, wir haben auf der einen Seite natürlich den Polizisten sozusagen, der auch früher als Schutzmann galt. Das heißt, da haben wir auf der Seite so ein bisschen das Thema Endpoint Protection mit abgefangen, der also quasi dafür sorgt, dass keine kriminelle Tat passiert. Und dann eben die Kriminalpsychologen, die Forensiker, die, falls dann doch ein Mord passiert ist oder eine Kriminalität, die letztlich einschreiten und versuchen, postmortem den Tathergang genau zu bestimmen. Und letztendlich ist das genau das, was wir im Bereich EDR heute tun, letztlich den Tathergang nachzustellen, um beurteilen zu können, ist hier ein Verbrechen passiert oder ist es doch etwas Gutartiges oder handelt es sich um ein Missverständnis von mir aus, um dann sagen zu können, ich reagiere auf die eine oder auf die andere Weise. Und das sind so etwa die Analogien zum Thema Protection und forensische Analyse. Das Thema KI oder besser Maschinenlernen ist integraler Bestandteil unserer Lösung. Und das Coole an KI ist, dass sie uns eben die Möglichkeit gibt oder Maschinenlernen uns die Möglichkeit gibt, etwas, was wir vorher noch nicht gesehen haben, basierend auf mathematischen Mustern, beurteilen zu können. Und das ist natürlich im Malware-Bereich ein absoluter Segen, weil etwa 90% dessen, was heute auf Unternehmen trifft, vorher noch nie gesehen wurde. Das heißt, die Hauptherausforderung heute ist es, mit dem Unbekannten umzugehen, es zu beurteilen und dann auch in Echtzeit im Zweifelsfall auf die Tat antworten zu können. Und das ist eben das Tolle oder Coole oder wirklich sehr, sehr Nützliche an dem Thema KI und Maschinenlernen. Und das ist auch genau die Art und Weise, wie wir es einsetzen.